Sie noch einmal recht herzlich begrüßen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da draußen zu unserem heutigen Webinar. Und zwar mit einem immer wichtig werdenden Thema der aktiven Kandidatenansprache oder auch auf Neudeutsch genannt Active Sourcing. Nun, zu meiner Person. Ich bin der William, 29 Jahre jung, seit ja, jetzt mittlerweile 3 Jahren bei Monster tätig. Und zwar im Bereich HR-Marketing und Employer Branding. Ja, wie sieht so mein täglicher Aufgabenbereich aus? Unter anderem zählt es auch dazu, dass ich Unternehmen bei der Entwicklung von zielgerichteten Recruiting-Maßnahmen unterstütze. Und hierzu zählt natürlich Active Sourcing als wichtiger Bestandteil mit hinein. Nun, warum sind wir heute hier? In vielen Bereichen gestaltet sich die erfolgreiche Besetzung offener Positionen und Vakanzen mit der klassischen und reinen Anzeigenschaltung als sehr schwierig, langwierig oder in manchen Fällen als gar nicht möglich dar. In vielen anderen Ländern wird jedoch überwiegend die aktive Ansprache, unter anderem durch Personaldienstleister, angewandt. Man muss nicht weit schauen, in UK ist es ein tägliches Brot. Hierzulande trifft man jedoch noch auf viele HRler und Personaler, die viel Bedenken haben und nur sehr vorsichtig dieses Thema anpacken oder überhaupt nicht in Erwägung ziehen. Unter anderem aufgrund von Bedenken zum Datenschutz. Welche Konsequenzen könnte dies für mich als Personaler haben, stellt sich vielleicht der eine oder andere. Wir möchten Ihnen heute deshalb in gewisser Weise die Angst abnehmen und zeigen Ihnen deshalb, dass sich Unternehmen noch intensiver mit diesem Thema, also mit der aktiven Kandidatenansprache, beschäftigen müssen. Denn die Herausforderungen bei der Suche nach qualifiziertem Personal werden immer größer und zugleich die Wünsche der Bewerberinnen und Bewerber, ja, ich sage es mal, hat sich ebenfalls über die Jahre hinweg komplett geändert. Nun, ob Sie regional tätig sind oder im internationalen Business erfolgreich unterwegs sind, mit unserer Expertise und Know-how in weltweit 48 Ländern können wir vom Monster die regionalen Beschaffenheiten und die Herausforderungen der jeweiligen Kandidatenmärkte an Sie übertragen. Somit können wir letztendlich das Wissen an Sie weitergeben oder im Bedarfsfall natürlich Ihre Ressourcen schonen, indem wir Ihnen diesen aufwendigen Prozess der aktiven Ansprache abnehmen und für Sie die Identifikation der Kandidaten und die Ansprache durchführen. Beispielsweise, wenn Sie ein mittelständisches Unternehmen im Bereich der Medizintechnik sind und einen, ja, jetzt muss ich es richtig aussprechen, einen Orthopädie-Schuhtechnikmeister in Kuwait suchen. Ja, eine außergewöhnliche Anfrage, die aber dennoch machbar ist. Nun, was Active Sourcing im Detail bedeutet, wird Ihnen meine Kollegin Anna nochmal veranschaulichen. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Anna Pries. Ich bin hier bei Monster Projektmanagerin für den Bereich Active Sourcing. Ich arbeite seit 9 Jahren jetzt als Psychologin im Recruiting-Bereich, habe mich hier branchenübergreifend auf die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften spezialisiert. Schauen wir zuerst oder klären wir die Frage, was versteht man eigentlich unter Active Sourcing? Also zunächst möchte ich Ihnen den Prozess hier kurz vorstellen, komme am Ende der Präsentation auch nochmal darauf zurück und zu schauen, was macht den Prozess eigentlich so erfolgreich. Der Prozess beinhaltet im Allgemeinen 5 Schritte. Als erstes liegt natürlich immer das Stellenprofil vor, das heißt, ist es eine IT-Position, wird ein Vertriebsmitarbeiter gesucht oder eben, wie wir gesehen haben, der Orthopädie-Schuhtechniker für Kuwait. Dann schaut man sich das Stellenprofil an und überlegt sich die passende Suchstrategie. Das heißt, welche Kanäle muss man auswählen? Wo hält sich die Zielgruppe auf? Ist es ein Profil, was in gängigen Netzwerken zu finden ist oder muss man eher in berufsbezogeneren Netzwerken schauen? Die Sourcing-Strategie entscheidet, ob ausreichend Zugang zur Zielgruppe geschafft werden kann. Denn heute ist gerade die Zielgruppe eben nicht nur in nur einem Netzwerk, sondern in verschiedenen. Im 3. Schritt, also der Kandidatenidentifikation, schaut man sich das Profil an und entscheidet, passt der Kandidat für die Position. Wenn das Profil passt, wird er kontaktiert, das heißt entweder mit einem Anschreiben oder auch per Telefon. Hat der Kandidat dann Interesse, wird er eingeladen und durchläuft das interne Auswahlverfahren.
Wird die Stelle besetzt am Ende oder muss der Prozess von neu starten? Mein Kollege Herr Otero wird Ihnen jetzt die Recruiting-Situation in Deutschland darlegen. Ja, vielen Dank, Anna. Jetzt schauen wir uns, wie gerade eben erwähnt, nochmal die Recruiting-Situation in Deutschland an. Und so viel kann ich vorwegnehmen. Die Zeiten, in denen die Bewerber Schlangen stehen, sind längst vorbei. Hier gibt es mehrere Gründe. Grund dafür ist letztendlich ein Komplex an unterschiedlichen Faktoren. Teilweise liegt es sicherlich an dem Trend, dass Berufsbilder zunehmend komplexer werden. Hinzu kommt, dass heute aufgrund der starken Konjunktur in Deutschland die Arbeitslosenquote in einigen Bundesländern bereits unter der 5%-Marke liegen. Es gibt derzeit 2,7 Millionen arbeitslos gemeldete Bürger und zugleich 650.000 offene Vakanzen. Rechnerisch kommt man damit auf 4,2 Arbeitslose pro offene Vakanz. Und das Schlimme ist, dieser Wert wird durch den starken Geburtenrückgang noch weiter unterstützt und führt dazu, dass es zukünftig immer schwieriger wird, vor allem auch junge Talente auf dem Arbeitsmarkt für sich zu gewinnen. Der beklagte Fachkräftemangel setzt sich in Deutschland noch weiter fort und sorgt kontinuierlich für steigende Besetzungsdauer und oftmals der Notwendigkeit, überregional zu rekrutieren. Nun, was die Folgen daraus sind, sehen Sie hier. Der Markt der aktiv Jobsuchenden reicht jetzt schon nicht mehr aus, um die Stellen erfolgreich besetzen zu können. Und sogar 4 von 10 offenen Vakanzen sind nur schwer oder gar nicht zu besetzen. Das sind fast die Hälfte aller ausgeschriebenen Positionen. Es stellt sich also natürlich die Frage für HRler, Recruiter und Unternehmen, woher bekomme ich diese passenden Kandidaten für meine offenen Vakanzen, wenn der Markt der Aktivjobsuchenden nicht mehr ausreicht? Ja, die Antwort sehen Sie hier. Also das Potenzial liegt im passiven Kandidatenmarkt. Das heißt, von allen wechselbereiten Personen geht man nach aktuellen Schätzungen davon aus, dass 25 aktiv auf der Suche sind. Also das heißt, sie sind auf Jobportalen unterwegs, sichten Stellenanzeigen, gucken online unterwegs, mobil nach der passenden Position. 75% dagegen sind nicht aktiv. Das heißt, wären aber bereit, für das entsprechende Angebot einen Wechsel in Betracht zu ziehen. Das sind insgesamt 3-mal so viele. Und deswegen sehen natürlich die Unternehmen hier das Potenzial im passiven Kandidatenmarkt. Denn gerade Top-Kandidaten, also Stichwort Bestenauswahl, sind oftmals nicht aktiv auf der Suche, sondern lassen sich finden. Wie bekommen Unternehmen Zugang zum passiven Kandidatenmarkt? Hier auf der Folie sehen Sie einige gängige Sourcing-Kanäle. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurück an den Schritt 2 denken, die Sourcing-Strategie, wird deutlich, also wie wichtig eine gute Sourcing-Strategie tatsächlich für den Erfolg der Suche ist. Denn manche Zielgruppen sind eher in beruflichen Netzwerken, also wie zum Beispiel Xing, Expertier und Placement24. Andere dagegen eher in sozialen Beziehungsnetzwerken wie Facebook oder eben auch Blogging-Netzwerke wie TalentBin. Wiederum andere haben ihren Lebenslauf in Lebenslaufdatenbanken hinterlegt und möchten gefunden werden. Wann nutzen Unternehmen Active Sourcing? Hier ein paar Beispiele, zum Beispiel für Schlüsselpositionen, also Fachkräfte und Spezialisten, denn hier ist der Pool an geeigneten Kandidaten ohnehin sehr gering. Man hat getestet auch, wie sich die Nutzung auf die klassischen Recruiting-Kennzahlen auswirkt, also Zeit, Kosten und Qualität. Die Deutsche Telekom konkret hat den Praxistest gemacht und hat die aktiven mit den passiven Rekrutierungsprozessen verglichen. Das Ergebnis ist, dass die Dauer, also die Time to Hire, um 75% reduziert werden konnte. Die Kosten, also die Cost per Hire, wurde um 83% gesenkt. Die Qualität der Kandidaten konnte um 50% erhöht werden. Das lässt sich dadurch erklären, dass man natürlich nur auf die Kandidaten zugegangen ist, die wirklich auch nach dem Profil für das Stellenangebot passend sind. Das heißt, viele Unternehmen greifen auf Active Sourcing zurück, also wenn auch die eingehende Qualität der Bewerbung nicht zufriedenstellend ist. Schauen wir uns weitere Gründe an. Das sind zum Beispiel erstens der Aufbau von Talentpools. Also wir bekommen zum Beispiel Anfragen von Unternehmen,
von Vakanzen, die erst in einem Jahr offen sind. Also Gründe sind dann zum Beispiel Elternzeit oder auch Ruhestand. Zweitens zur Erschließung von ausländischen Kandidatenmärkten. Also wir sind zurzeit zum Beispiel, was IT-Positionen angeht, sehr aktiv auf dem osteuropäischen Markt, weil hier wirklich auch die Bereitschaft ist, bei den IT-Fachkräften hier in Deutschland zu arbeiten. Das heißt, viele wissen einfach nicht, dass es die Möglichkeit gibt und müssen deswegen auch aktiv angesprochen werden. Ein weiterer Grund ist zum Beispiel, wenn es um verdeckte Suchen geht, also das heißt Positionen, die eben nicht offiziell ausgeschrieben werden können, zum Beispiel bei bevorstehenden Umstrukturierungen. Ein anderer Grund ist zum Beispiel auch die Standortproblematik. Es gibt heute viele Unternehmen, deren Standort einfach wirklich weit weg ist von Großstädten und deswegen ist es besonders für junge Leute eben nicht so attraktiv. Auch ein weiterer Grund kann die fehlende Markenbekanntheit sein. Also Arbeitgeber, die zum Beispiel noch nicht so bekannt sind am Markt, gehen gerne aktiv auf Kandidaten zu, um ja quasi die Bekanntheit bei der Zielgruppe zu erhöhen. Denn wie wir gleich sehen werden, also ein Drittel der angesprochenen Kandidaten bewirbt sich später selbst direkt bei dem Unternehmen. Ohne die direkte Ansprache hätten sie das nicht getan. Genau. Ja, wie wir gerade eben auch von Anna erfahren haben, sind die Social-Media-Kanäle, die beruflichen Netzwerke und auch Lebenslaufdatenbanken für viele Unternehmen heute der Schlüssel zur Lösung. Und die Unternehmen selber sehen hier die besten Chancen für sich, die richtigen Kandidaten zu erreichen. Das, was wir jetzt sehen werden, sind auch die Ergebnisse unserer Studienreihe Recruiting Trends 2016, wo das Ganze auch dargelegt wird. Denn durch die Verbreitung der Social-Media-Kanäle in den letzten Jahren und der damit verbundene Zuwachs von Userzahlen haben die Unternehmen jetzt die Chance, mehr und gezieltere Kanäle zur direkten Ansprache von Kandidaten zu nutzen. Was Sie jetzt hier gleich sehen, ist die eindeutig steigende Bedeutung von Active Sourcing-Strategien. In unserem Auszug sehen Sie den Trend, dass Unternehmen bereits in 4 von 10 offenen Vakanzen auf die Möglichkeit der Direktansprache zurückgreifen, um die offenen Vakanzen letztendlich zu besetzen. Die Bedeutung von Active Sourcing wird aber vor allem in der IT-Branche deutlich. Bei mehr als jedem zweiten Stellenangebot wird Active Sourcing angewandt. Nun stellt sich aber auch die Frage, wie wirkt sich das auf die klassische Methode, also auf die reine Anzeigenschaltung aus? Die Unternehmen selber greifen bereits bei 7% ihrer offenen Vakanzen ausschließlich auf Active Sourcing zurück, um die offenen Positionen zu besetzen. Weiterhin werden 34% aller offenen Vakanzen zusätzlich mit einer Stellenanzeige beworben, parallel zu Active Sourcing. Jetzt sind wir natürlich auf die Wahrnehmungen, auf die Trends seitens der Unternehmen, also seitens der Arbeitgeber eingegangen. Aber wie empfinden die Stellensuchende eigentlich diesen Trend? Da muss ich dazu sagen, ganz klar, die Bewerber werden fauler. Das ist natürlich zuletzt der Digitalisierung zu verdanken. Und grundsätzlich wird es uns in allen Lebenslagen immer einfacher gemacht. Heutzutage haben wir, also liebe Männer da draußen, keine Ausrede mehr, warum sie nicht für die Frau kochen können. Thermomix sei schuld an dieser Stelle. Fast die Hälfte aller Stellensuchenden möchten lieber vom Unternehmen angesprochen werden, als eine Bewerbung zu schreiben. Das ergibt unsere Studie. Und der Spruch, einen bleibenden Eindruck hinterlassen, trifft hier voll und ganz zu. Denn 31% der Teilnehmer haben sich direkt nach der Ansprache eines Unternehmens bei diesem Unternehmen beworben, bei dem sie sich ohne direkte Ansprache nicht beworben hätten. 20% sogar wechseln in die Stelle, wenn das Unternehmen den Kandidaten zuvor angesprochen hatte, obwohl dieser nicht aktiv auf Stellensuche war. Genau diese Zahlen und diese Zahlendatenfakten sollten Sie für Ihre nächsten Ausschreibungen berücksichtigen. Denn heutzutage entscheidet oftmals der Bewerber, für welches Unternehmen er oder sie tätig sein möchte. Ganz im Sinne von Employer Branding. Halten Sie also nicht unbedingt an alten Methoden fest, sondern probieren Sie mal was Neues und Erfolgsversprechendes aus. Was es hierbei zu beachten gilt und wie Sie oder natürlich wir für Sie die erfolgreiche Suche durchführen, zeigt Ihnen meine Kollegin Anna.
Ja, worin unterscheidet sich denn jetzt das Vorgehen gegenüber früheren Recruiting-Prozessen? Also der große Unterschied liegt darin, dass der Kandidat sich nicht selbst bewirbt, sondern der Recruiter ihn anspricht und in den Auswahlprozess einlädt. Damit dieser Prozess gelingt, gelten in der Regel folgende Empfehlungen. Also die gesamte Bewerberreise soll so positiv und stressfrei wie möglich ablaufen. Deshalb gilt es darum, den Prozess möglichst einfach zu gestalten. Das heißt, keine Hürden aufzubauen, wie zum Beispiel durch lange Vorab-Telefoninterviews. Deshalb bringen wir auch den Kandidaten zum Beispiel schnell mit dem Kunden in Kontakt, weil viele, also vor allen Dingen auch junge Talente, eben nicht mehr bereit sind, den Lebenslauf direkt zu übermitteln, sondern die wollen wirklich erstmal umfangreiche Informationen und sind dann erst bereit, also wenn das Unternehmen passt, wenn die Position passt, ihren Lebenslauf und ihre Daten zu schicken. Schauen wir uns jetzt die Faktoren an, die den Prozess erfolgreich machen. Der Erfolgsfaktor im ersten Schritt ist das Anforderungsprofil genau zu erarbeiten. Das kann zum Beispiel direkt mit dem Fachbereich sein. Also denn oftmals hat der Fachbereich wichtige Informationen, Brancheninformationen, wie zum Beispiel die Umstrukturierungen von ja, im Prinzip Konkurrenzunternehmen oder wie man so schön sagt, Marktbegleiter. Ein weiterer Erfolgsfaktor, das war zu früh, ist zum Beispiel auch die USPs der Position genau festzulegen. Also es ist wichtig, dass man dem Kandidaten zum Beispiel erklären kann in 2 bis 3 Minuten, warum also dieser Jobwechsel für ihn interessant sein kann. Denn gerade bei Sidesteps geht es dem Kandidaten am Ende um die Frage, was habe ich davon, meinen Job zu wechseln und meine Komfortzone zu verlassen. Im Schritt 2 ist der Erfolgsfaktor, dass unterschiedliche Kanäle genutzt werden und genau geschaut wird, wo halten sich die Kandidaten auf. Entscheidend ist hier die klare Zielgruppenfokussierung. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel auch die Zielfirmen genau zu definieren. Diese Auswahl sollte erfolgen an Gesichtspunkten wie zum Beispiel Branche, Mitarbeiteranzahl und Regionalität. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist der richtige Suchradius. Das heißt also, je nach Position und Unternehmen überlegen wir, ist es eine internationale Suche, also können wir international suchen oder muss es zum Beispiel eher im näheren Umkreis sein von dem Unternehmen. Der Erfolgsfaktor beim Anschreiben ist die richtige Kommunikationsstrategie. Das heißt, man schaut, welche Nationalität hat der Kandidat, welche Wertevorstellungen und auch damit Gründe, natürlich den Job zu wechseln. Die Erwartungshaltung für den nächsten Karriereschritt oder eben auch möchte der Kandidat flexible Arbeitszeiten. Das sollte man natürlich alles im Anschreiben kommunizieren. Bei der Identifikation ist der Erfolgsfaktor die richtige Auswahl an Keywords für die jeweilige Datenbank. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter gesucht wird, kann man zum Beispiel Keywords mit reinnehmen wie Verkaufsberater, Sales Representative, Account Manager, aber eben auch zum Beispiel Sales Außendienst. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist zum Beispiel auch nicht nur neue Kontakte aufzubauen für die Besetzung der Position, sondern auch auf bestehende Kontakte zurückzugreifen. Ich habe Ihnen hier ein paar Kanäle auf der Folie platziert, was wir häufig nutzen. Also das können zum Beispiel zweitbeste Kandidaten sein von vorangegangenen Suchen. Es können aber auch Empfehlungen sein, also sogenannte Referrals. Oder eben auch Regretted Losses. Also das sind Kandidaten, die am Ende das Jobangebot zum Beispiel nicht angenommen haben. Bei der Kontaktaufnahme ist der Erfolgsfaktor oder einer der Erfolgsfaktoren, das Anschreiben in der jeweiligen Landessprache zu verschicken. Das erhöht die Response-Rate. Um generell die Response-Rate zu erhöhen, machen wir es zum Beispiel so, dass wir zweimal, also wenn wir keine Reaktion bekommen vom Kandidaten mit veränderter Ansprache, nochmal den Kontakt aufnehmen. Wir bieten auch zum Beispiel immer alle Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit uns an. Das ist zum Beispiel Mailadresse, Geschäftsnummer, Mobilfunknummer, aber eben auch immer der persönliche Ansprechpartner. Untersuchungen haben gezeigt, was Kandidaten im Erstkontakt interessiert. Wir haben das hier mal für Sie zusammengefasst. Das reicht von Aufgaben und Anforderungen über Gehalt und Leistung,
bis hin zu Gründen, warum der Kandidat wirklich für die Position geeignet ist. Diese Informationen sollten Sie schon im Erstkontakt wirklich auch vermitteln können, um den Kandidaten wirklich von dem Wechsel auch zu überzeugen. Weil Untersuchungen haben festgestellt, dass die Erwartung haben, wirklich auch mit dem Branchenprofi direkt zu sprechen, gerade bei höheren Positionen. Kommen wir zum Bewerbermanagement. Hier geht es vor allen Dingen um die gute und vertrauensvolle Beziehung zu dem Kandidaten. Das heißt, das kann zum Beispiel erreicht werden durch eine konstante und verlässliche Kommunikation. Also wir haben zum Beispiel ein SLA von 48 Stunden, um auf Kandidatenrückfragen entsprechend zu antworten. Es hat sich auch gezeigt, dass in dieser Phase der telefonische Austausch wichtig ist und förderlich für letztendlich auch die Vertragsunterschrift. Also bitte nicht nur eben per E-Mail kontaktieren. Bei dem Punkt Stellenbesetzung ist es natürlich so, also dass der beste Kandidat die Position bekommt. Das heißt, alle anderen Kandidaten aus der engeren Auswahl sollten im Talentpool verbleiben und auch wirklich das Angebot bekommen für die Aufnahme. Es ist wichtig, mit einer Strategie generell zu entwickeln, also wie man in konstanter Kommunikation mit der Zielgruppe bleibt. Das kann zum Beispiel durch Einladungen in Facebook-Gruppen sein, zu Firmenveranstaltungen, weil im Social Recruiting kommt es eben darauf an, also dass Menschen mit Menschen sprechen wollen. Ja, vielen Dank, Anna, jetzt nochmal auch für die Veranschaulichung des Prozesses, des Active Sourcing Prozesses. Und jetzt haben Sie natürlich viele Themen jetzt mit auf die Hand gegeben bekommen, viele Fakten jetzt auch aus unseren Recruiting Trends heraus. Und jetzt geht es natürlich auch das Ganze darum, erfolgreich umzusetzen. Und auch nochmal für Sie, wenn es die Ressourcen nicht zulassen oder Sie sagen, es ist jetzt Neuland natürlich für Sie, wie können wir dabei unterstützen? Wir können selbstverständlich für Sie den Nadel im Heuhaufen finden, wie Sie jetzt hier auch gesehen haben, das Ganze weltweit in vielen verschiedenen Ländern. Und deshalb bieten wir für Sie als Webinar-Teilnehmer auch gerne ein kleines Goodie an, indem wir für Ihre offenen Vakanzen, das heißt bevorstehende Positionen oder Positionen, mit der Sie derzeit Bauchschmerzen haben, einen sogenannten Pre-Check durchführen, also eine kostenlose Vorrecherche, indem wir unsere Datenbanken und unsere Netzwerke und Kanäle jeweils pro Vakanz durchforsten, um Ihnen ein offenes und ehrliches Feedback aufgrund der Machbarkeit oder hinsichtlich der Machbarkeit mitteilen können. Und dazu können Sie uns im Nachgang gerne eine E-Mail mit Ihren Anforderungen, das heißt Stellenprofil, Gehaltsangabe und Ausübung, das heißt Standort der Ausübung mal mitteilen, sodass wir für Sie in die Vorrecherche gehen können. Und wir lassen Ihnen selbstverständlich im Nachgang eine individuelle Sourcing-Strategie zukommen. Wie gesagt, telefonisch oder auch schriftlich per E-Mail oder über Xing jederzeit erreichbar. Und damit sind wir am Ende angelangt. Wir haben jetzt hier noch ein, zwei Fragen von Teilnehmern zugeschickt bekommen, die ich gerne auf, in der Hinsicht auf die Tonspur beantworten kann, bevor wir es jetzt hier schriftlich darlegen. Wir haben hier zum einen die Frage, wie individuell gestaltet ihr die Ansprache bei einer Masse von Kandidaten im Pool? Frau Kugel, vielen Dank. Also die Ansprache wird grundsätzlich von uns in HR-Textern individuell geschrieben und getextet, und dazu gehört es, dass man sich natürlich im Vorfeld anhand eines Briefings mit dem HR, aber ebenfalls mit der Fachabteilung, weil man da auch eine ganz andere Sichtweise hat, austauscht, um eben ein individuelles Anschreiben aufzusetzen, sodass Sie hier schon aus der Masse hervorstechen. Können wir die Präsentation im Anschluss erhalten? Ja, also die Präsentation wird zum einen auf YouTube veröffentlicht, sodass Sie jederzeit darauf zugreifen können. Im Bedarfsfall können wir eben diesen Link auch per E-Mail natürlich zusenden, aber unser YouTube-Kanal nennt sich Monstertainment. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie hier ebenfalls auf uns zu. Dort sind auch die vorherigen und jetzt die nachfolgenden Webinare allesamt zu sehen, sodass Sie sich das auch in aller Ruhe mal durchlesen oder gerne auch weiterteilen können an dieser Stelle. Genau. Dann haben wir, genau, wir haben jetzt hier einmal
Eine gute Frage. Also sind alle Positionen für Active Sourcing geeignet? Im Grunde genommen ja. Es gibt natürlich gewisse Zielgruppen, die sich jetzt nicht auf Xing oder LinkedIn aufhalten beispielsweise. Das ist aber auch eine Dienstleistung, die wir und ein Commitment, die wir anbieten, wie vorhin erwähnt, dass wir, bevor wir eine Suche durchführen für unser Unternehmen, einen sogenannten Pre-Check durchführen, um Ihnen ein offenes und ehrliches Feedback mitzuteilen, ob wir eine Suche durchführen können oder nicht. Also es kommt ab und zu mal vor, dass wir einfach aufgrund von der Qualifikation oder Gehaltsangaben, die uns vorliegen, eine Suche ablehnen, aber da können Sie gerne im Bedarfsfall auf uns natürlich zukommen. Hier in welchen, in welchen Sprachen können wir das Active Sourcing anbieten? Wie Sie gesehen haben, also wir sind auf vielen verschiedenen Ländern, also in 48 Ländern, mit Kolleginnen und Kollegen aktiven Austausch. Es geht grundsätzlich, jetzt muss ich hier mal schauen, wir haben Englisch auf jeden Fall, natürlich Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch, Schwedisch, also sind ein paar Sprachen, die wir muttersprachlich abdecken können. Hierzu ebenfalls kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie eine außergewöhnliche Position haben, da können wir Ihnen mitteilen, ob wir dies dann auch für Sie bewerkstelligen können. Genau, also das eine ist natürlich, wie lang ist die Zeit, also Time to Hire im Durchschnitt, das ist positionsabhängig. Es ist natürlich, ob wir jetzt einen Vertriebler, einen Sales Manager ansprechen oder einen spezialisierten Ingenieur, es unterscheidet sich doch sehr stark aufgrund von verschiedenen Faktoren. Dazu gehört eben auch der Standort, also geografische Lage, eben Position, Ausschreibung, wie bekannt ist das Unternehmen. Da spielen hier verschiedene Faktoren eine Rolle, sodass man hier einen Durchschnittswert im Großen und Ganzen nicht nennen kann. Das ist wirklich unabhängig oder abhängig von der Position. Was kostet eine direkte Mitarbeiteransprache? Jetzt seitens Monster haben wir verschiedene Pakete. Also wir schneiden die letztendlich so zurecht, dass es für unsere Kunden passt. Weil oftmals haben wir Kunden, die bereits schon Recruiter haben, die aktive Ansprache übernehmen, aber dass wir im Nachgang des Bewerbermanagements oder die ersten Interviews für sie durchführen oder komplett von A bis Z eben die Ansprache bis hin zum Bewerbermanagement für sie durchführen, das ist immer eine individuelle Geschichte, sodass wir im Bedarfsfall für sie, wie vorhin auch angesprochen, grundsätzlich ein Recruiting-Paket für sie zurechtschnüren können, was immer individuell für die Vakanzen und für Unternehmen zurechtgeschnitten ist. Genau, wir haben jetzt hier, also ich kann Ihnen einfach mal ein Beispiel nennen. Hier haben wir hier nochmal die Frage, jetzt auch nochmal hinsichtlich der Kosten. Wenn wir jetzt hier unser Produkt nehmen, das am meisten angewandt wird, das ist die aktive Suche, die wir eben in den relevanten Netzwerken für Sie durchführen, für eine Laufzeit von 4 Wochen. Das Ganze eben für die Dachregion. Da sprechen wir im Durchschnitt 250 bis 300 Kandidaten für Sie an. Und das ist ein pauschalisierter Betrag. Das ist also unabhängig, ob Sie jetzt eben im Nachgang 1, 2 oder 3 Mitarbeiter derselben Position für dieselbe Position einstellen, haben wir hier eine Pauschale von 4.995 Euro. Das ist also praktisch unser Renner, sage ich jetzt mal an der Stelle, das am meisten von unseren Kunden genutzt wird. Aber wie auch erwähnt, kommen Sie gerne telefonisch bei Rückfragen auf uns zu, sodass wir gerne auf die Details nochmal drauf eingehen können. Auch ein wichtiges Thema Server-Level-Agreements, also wir committen uns auch dazu und das ist das, was meine Kollegin Anna vorhin auch erzählt hat, es ist wichtig, dass man auch zeitnah antwortet. Ein Service Level Agreement ist beispielsweise, dass wir die Kandidaten innerhalb von einem Tag eine Antwort mitteilen, sodass diese natürlich nicht verloren geht an dieser Stelle. Mhm.
Genau, ansonsten, genau, Präsentation ist im Nachgang auf YouTube ersichtlich. Schauen Sie sich das gerne an, beziehungsweise wir können Ihnen gerne den Link natürlich im Nachgang bedarfsfrei zukommen lassen. Sie haben Telefonnummer, Mobilnummer, auch klassisch per Fax, per E-Mail, Xing, überall zu kontaktieren. Da freut sich meine Kollegin Frau Priesen auf meine Willigkeit über die Anfragen, sodass wir im Nachgang uns gerne noch weiterführend über das Thema Active Sourcing unterhalten können. Und ja, beende hiermit das heutige Webinar und möchte mich recht herzlich auch bei Ihnen bedanken und ja, freue mich auch gemeinsam mit Ihnen auf eine erfolgreiche Rekrutierung im Jahr 2017. Vielen Dank.